Ja, mein Name ist Andreas Hammer. Ich bin an der Schule seit 20 Jahren mittlerweile und im Augenblick tätig in der Schulleitung und im Vorstand. Unterrichtlich bin ich in der Oberstufe tätig von Klasse 9 bis 13. Ich meine, zum einen grenzen wir uns von Staatsschulen ganz kräftig ab, indem wir halt eine Gesamtschule eigener Prägung sind, Schlagworte nicht sitzen bleiben. Es ist also durchaus normal und üblich, 13 Schuljahre komplett hier zu verbringen, in einer Klasse. Ich würde uns jetzt gegenüber anderen Waldorfschulen in der Umgebung dadurch abgrenzen, dass bei uns die zweite Fremdsprache Französisch ist und unsere Ausprägung, natürlich neben all den Fächern, die jede Schule anbieten muss, ist es ein handwerklicher Schwerpunkt, den wir hier bieten. Im Augenblick sind es rund 350 Schüler und Schülerinnen, verteilt auf 13 Schuljahre, wobei zwei Jahrgänge doppelt sind. Da schauen wir ab der Klasse 9 natürlich immer auch schon bei einer möglichen Aufnahme darauf, welcher Schulabschluss ist denn angestrebt. Und müssen vielleicht auch gleich bei der Aufnahme bestimmte Illusionen, die sich mit unserer Schule verknüpfen, dann auch zumindest mal zurechtsetzen. Denn wenn jemand jetzt Quereinstieg kommt, bei uns gibt es eine Reihe von Fächern ab der ersten Klasse, das ist Französisch und Englisch, das bietet nicht jede Schule an. Ja, nicht jeder bringt Französischkenntnisse mit, manche kommen mit Lateinkenntnissen. Wenn jetzt jüngere Kinder zu uns kommen, dann ist es so, oft denken Eltern an der Schnittstelle Klasse 4-5 dran zu wechseln. Hat ja eine gewisse Natürlichkeit, wenn man das staatliche Schulsystem anguckt. Mit Blick auf unseren hauseigenen Lehrplan ist das nicht ganz so günstig. Da wäre es uns natürlich lieb, so früh wie möglich zu uns kommen. Beispielsweise die Klasse 3, bewegtes Klassenzimmer, viel draußen, Projekte, da verpassen die Kinder auch viel. Man verschafft sich mal einen ersten Eindruck, ein Bild und macht dann mit den Eltern und der Schüler, Schülerin einen Termin und guckt mal. Und in der Regel, wenn das dann so einigermaßen passt, vereinbart man eine Hospitation, wo die Schülerin oder der Schüler noch auf der alten Schule Schüler ist, aber bei uns einfach mal gucken kommt. Und es sollte dann eine Woche dauern, vielleicht, wenn es die andere Schule mitmacht, auch etwas länger. Und es dient dann vor allem ja, den Quereinsteigern, sich ein Bild auch von uns zu verschaffen. Kommt man klar? Kommt man auch mit der Klasse klar? Passt es einigermaßen? Und wenn das dann alles erfolgreich ist, käme eine Aufnahme auf Probe. Die dauert in der Regel ein halbes Jahr. Zur Sache der Finanzen. Vielleicht um einem Missverständnis davor zu beugen. Jetzt unsere Schuleltern, die müssen jetzt nicht die Lehrergehälter finanzieren, sondern erst mal, wir sind als öffentliche Schule in einer Refinanzierung. Aber es bleibt immer eine Lücke von 13%, wo es einfach an der Schulgemeinschaft liegt, das besondere Profil, was die Schule bietet, zu finanzieren. Und wenn wir das nicht schaffen, wird an der Stelle die Schule ein Stück ärmer. Eine gute Schule funktioniert ja dann, wenn Schüler, Lehrer und Eltern, also dieses Dreieck, wenn das gut miteinander arbeitet. Und was ich jetzt in meinen 20 Jahren erlebe, ist, dass eben Eltern und Lehrer an vielen Stellen ganz direkt zusammenarbeiten. Das beschränkt sich nicht nur auf Elternabende und nicht nur auf den Elternsprechtag, sondern wirklich, dass die Möglichkeit besteht, durch die Mitwirkung im Schulverein aktiv die Schule mitzugestalten. Die Satzung sieht sogar vor, dass Eltern im Schulvorstand beteiligt sein müssen. Da dürfen wir Lehrer gar nicht in der Mehrzahl sein. Und dann eben mit Blick einfach auf die Schule als Lebensraum, dass man hier, wenn man durch die Schule geht, Elternpräsenz deutlich merkt. In Form von vielen Arbeitskreisen, auch vormittags.